So, jetzt doch ein kleiner Ausflug zu unserer neuen Regierung. Versteht einer noch die Politik? Da wählt die Mehrheit der Deutschen Schwarz-Gelb, also eine Koalition mit der FDP, die ja in erster Linie mit Steuersenkung geworben hat. Nach der Wahl aber wollten die meisten gar keine Steuersenkung mehr. Knapp 70% der Deutschen halten eine Steuerreform auf Pump für Blödsinn. Ja, selbst die Union scheint nicht mehr überzeugt. Aber irgendwie muss Guido Westerwelle ja sein Gesicht wahren. Also kommt die Steuersenkung erstmal mit rein in den Koalitionsvertrag. Die FDP ist also besoffen vor Glück und tönt in jedes Mikrofon, wie großartig sie ihre Wahlversprechen eingelöst habe. Dabei ist überhaupt nicht klar, wann jetzt wie viel gesenkt wird und wie das bitteschön bezahlt werden soll. Nicht mal die Liberalen selbst können das beantworten. Endlich regieren. Die FDP feiert sich selbst. Die Botschaft, Wahlversprechen gehalten, die Steuern gehen runter. Das ist ein finanzpolitischer Durchbruch. Steuerentlastungen, möglichst viele Milliarden. Aber wie viele sind es eigentlich? Da wird bei manch einem hier der Wunsch zur Wirklichkeit. Hauptsache viele Milliarden. Im nächsten Jahr kommen auf die Bürger 14 Milliarden Euro Entlastung zu. Es wurde ausgerechnet 24 Milliarden. Aber so Anfang nächsten Jahres? Im Laufe des Jahres 2010, ja. Zusammen werden 21 Milliarden Entlastungen bewirkt ab 1.1.2010. Dann werden wir, denke ich, insgesamt auf 16 Milliarden in diesem Jahr kommen. Insgesamt, wenn Sie mal reingucken in den Koalitionsvertrag, sind ja mehrere Summen genannt. Einfach mal zusammenrechnen, dann haben Sie das Gesamtpaket. Wie konnte diese Verwirrung entstehen? Wie sehen die Zahlen wirklich aus? Ab 2010 gibt es nur 7 Milliarden Euro Steuerentlastung, die wirklich neu sind, vereinbart von Schwarz-Gelb. Der große Batzen der Entlastung für 2010, nämlich 14 Milliarden Euro, war schon beschlossen von Schwarz-Rot. Doch darüber redet man bei der FDP nicht so gern. 14 Milliarden, ich will jetzt nicht kleinlich sein, ich gehe ja auf die Kappe von SPD und CDU. Also das ist ein gemeinsames Ergebnis der CSU, CDU und FDP, da haben Sie völlig... Und SPD. Sie meinen mit den Beschlüssen, die vorher gefasst wurden. Irgendwas war vorher immer, natürlich. Es sind natürlich immer Ergebnisse, die man gemeinsam jetzt verhandelt hat. Und man kann das ja auch nicht losgelöst betrachten. Ich glaube, dass die Wunschvorstellungen, eine größere Summe als Entlastung in der Steuer zu haben, dazu geführt hat, dass man verbal die Sache viel höher angesetzt hat. Und das hat natürlich zu Verwirrung geführt, weil das in der Tat nicht so ist. Auch für das Jahr 2011 geht das Zahlenspiel fröhlich weiter. 24 Milliarden Euro weniger Steuern, so das Versprechen. Garantiert sind davon nur die 7 Milliarden, die schon ab 2010 gelten. Der Rest steht unter Finanzierungsvorbehalt. Das heißt, die Entlastung kommt nur, wenn genug Geld da ist. Doch die Liberalen halten unbeirrt an den 24 Milliarden fest. Die 24 Milliarden, jetzt mal Hand aufs Herz. Sind die garantiert? Die garantiere ich, das kriege ich hin. Als Gesamtsumme, die kriegen wir hin, selbstverständlich. Eins wiederhole ich hier, wie Westerwelle auch. Es wird dieses Volumen der Steuerentlastung geben. Ohne Gegenfinanzierung. Das haben wir vor der Wahl versprochen und das wird auch durchgehalten. Meine Devise wäre es zu sagen, abwarten, Tee trinken und es wird schon das herauskommen, was die Wähler von der FDP erwartet haben. Das heißt aber, man weiß jetzt noch nicht, ob das klappt mit den 24 Milliarden, obwohl man sich dafür ja schon... auf die Schulter klopft. Wissen Sie genau, ob morgen wieder die Sonne aufgeht? Sind die 24 Milliarden nun realistisch oder nur ein Wunschtraum? Unionspolitiker geben da gerne Auskunft. Wenn Sie die Formulierung sorgfältig lesen, dann ist offen gelassen, wann und wie sich das vollzieht. Es gibt auch einen Finanzierungsvorbehalt. Guido Westerwelle hat so ein bisschen darüber hinweggesehen, was konkret beschlossen ist und worüber noch gesprochen wird. Bei der FDP macht man es sich offenbar leicht, gerade in der Haushaltspolitik. In einem Wahlkampfvideo der FDP zeigen die Finanzexperten Fricke und Solms, wie es geht. Milliardenschwere Haushaltsprobleme, gelöst auf Sandkastenniveau. So lassen sich Steuerentlastungen spielend leicht gegenfinanzieren. Was wollen Sie mir eigentlich zeigen? Das ist das tiefe Schuldenloch, in dem die Bundesrepublik Deutschland steckt. Letzte 11 Jahre gegraben hier mit roten Schaufeln. Und Sie wollen jetzt auch noch... Sie wollen jetzt auch noch Steuern senken. Geht doch gar nicht. Ach, Ricke,
Nun kommen Sie mal raus hier. Ich zeige Ihnen das. Mann, was sonst? Hier haben Sie Ihr Schuldenloch. Ja, ja, unser Schuldenloch von ganz Deutschland. Genau. Schwarzarbeit verhindert. Ja. Weniger für Entwicklungshilfe für Länder, die es nicht brauchen, wie China. Wir müssen die Bürokratie reduzieren. Mhm. Es gibt viele Möglichkeiten, wie die Staatsausgaben reduziert werden. Subventionen. Die FDP hat ja auch gesagt, ja, wir hatten eine tolle Liste mit Gegenfinanzierungsvorschlägen. 25 Milliarden würde das bringen. Warum steht die nicht drin im Koalitionsvertrag? In diese Liste der Gegenfinanzierung, die die FDP im letzten Jahr vorgeschlagen hat, hat sie jetzt nicht wieder vorgetragen. Hat sie nicht vorgetragen? So ist es. Ich kenne diese Finanzierungs- oder Gegenfinanzierungsvorschläge der FDP. Ich halte sie für wenig überzeugend. Es werden häufig Argumente gebraucht, wie Effizienzsteigerung, die umgesetzt werden in Milliarden. Dafür gibt es überhaupt keine Grundlage. Man weiß nicht, wo die Zahlen herkommen. Milliarden behandelt wie Spielgeld. In der Opposition kein Problem. Doch nun soll der gelbe Wunschtraum Regierungswirklichkeit sein. Man muss es sich nur laut genug einreden. Alle 20 Vorschläge, alle 20 Kernforderungen der FDP, alle konnten im Koalitionsvertrag durchgesetzt werden. Versprochen, gehalten. Ich kenne 13 Forderungen, die wir abgelehnt haben. Ich glaube, die FDP hat vor allem ihre Beteiligung an der Regierung nach 11 Jahren Opposition gefeiert. Ist die FDP der große Sieger? Auch ich kann nachvollziehen, dass man immer wieder mal feiert, dass man das aber dann auch an den Realitäten messen lassen muss.